dunkel dran erinnere. Gori hat schon 10 Tore. Schwarze Kasse, ja Mann! Oh, schwarze Kasse, genau. Oh. Was ich am dritten Teil am meisten gefeiert habe, waren die Regeländerungen. Dass du dann so am Ende der Saison halt Vorschlag gekriegt hast, ja, wir wollen die Regeln dahingehend ändern. Und du konntest das halt so ein bisschen mit beeinflussen, auch so in die Richtung, wie du halt hast gerne spielen lassen. Da gab es ja, glaube ich, auch so extra Punkte, wenn du in dem Spiel 3 Tore geschossen hast und so. Das war bei Anschluss 3 das beste Future. Und der Stadionausbau, der hat mir auch gut gefallen. Aber bei Anschluss 2, das war halt auch so genial, wenn du da in irgendeinem kleineren Ausland, da gab es ja die Einstufung in Stufe 1 Ausland und Stufe 3 Ausland, wenn du dort aus der Stufe 3 einen Spieler geholt hast, damit konntest du richtig Geld machen. Die hast du billig gekriegt, dann sind die teilweise plus 1 runtergeredet worden, da hattest du für 2, 3 Millionen, hattest du einen Stärke 6 Spieler, was ja schon total OP war damals. Also okay, nicht gerade, aber halt guter Spieler. Das war da also immer meine Strategie. Ach, das waren Zeiten. Ja, und dann kam der Championship Manager 2, den hatte ich irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob der mal auf einer Heft-CD drauf war. Ja. Und das war ja so die ersten Anfänge auch damals vom Football Manager. War ja das gleiche Studio dahinter. Anfangs. Dann habe ich den noch übelst hart gesuchtet. So, es läuft. Warum ist Lusenko linker Außenverteidiger? Was ist denn da los? Bald kein. Doch hier. Warte mal, dann nehmen wir Kamara rüber und Hall. Hall ins defensive Mittelfeld und dann haben wir das ganze Ding gelöst hier. So. Oro hat eine gelbe. Gehst du nein. Können wir erstmal so lassen, ist ja erst Halbzeit. Nö, 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 nö. Denn bei Kotrana habe ich, glaube ich, so gut wie keine Haken mehr drinne. Das hat mich schon von Anfang an so ein bisschen genervt. Ich tue da eben mal diese Aufstellung anklicken, wo der nach meinen Regeln aufstellt. Vielleicht deswegen. Ha, muss ich überlegen. Bin komplett unkonzentriert hier gerade. Dadurch, dass wir so in Erinnerungen schwelgen. Sainz muss auch raus mit seiner gelben. Ja, das war bei mir, das hat mich am Anfang auch gestört. Obwohl jetzt mittlerweile geht's. Es ist nur noch in extremen Ausnahmefällen, wo der mal den zweiten Torwart reinnimmt, warum auch immer der das jetzt nicht mehr macht. Aber ich habe dann auch mir damit geholfen, gerade weil ich halt immer sage, hier nach meinen Regeln aufstellen, habe ich mir dann damit geholfen, dass ich da immer gesagt habe, hier, das ist mein erster Torwart und den will ich immer drin haben.
Bis dann kam es halt dann so weit, dass der dann übelst abgebaut hat von der Form her. Und da habe ich dem dann wieder freie Hand gelassen. Weil ich es halt auch ziemlich unrealistisch fand, dass da permanent der Stammtorhüter rausgeht und dafür irgend so ein Dahergelaufener, der Hälfte der Spielstärke hat, dann spielen muss. Gutes Ergebnis. Obwohl ich relativ unkonzentriert war. Könnt ihr mir mal helfen? Warum ist denn hier Plätze 3 bis 5 in grün? Gibt es in der Regeländerung in der zweiten Liga, die ich nicht geschnallt habe? Eigentlich müsste doch nur der dritte Platz in grün sein als Relegation. Weil wenn der fünfte Platz schon für eine Relegation ist, wenn das dann wirklich so geht, dass der 16. aus der Bundesliga und die drei Mannschaften ein kleines Turnier spielen, dann könnten wir ja Platz 5 anpeilen, das sind plus 2 Punkte. Oha, schon wieder eine chinesische. Die hat 96,7 Millionen Bankguthaben. Die haben erst 16 Punkte. Ja, wäre es halt schön, wenn man. Da komme ich darüber irgendwie hin. Die stehen momentan auf dem 14. Wäre halt schön, wenn wir die komplette Tabelle irgendwie sehen könnten. Nein, mein Editor habe ich nicht eingestellt. Ich mache da gar nichts dran. Na, ich lasse mich überraschen. Ich meine, wenn ich auf Platz 5 komme und ich spiele dann da so ein kleines Turnierchen mit, warum nicht? Oh mein Gott. Schalke, und das in der englischen Woche, ey, das brauche ich wie Nagelpilz. Gut, es war auch von mir dumm, bei Schalke nach einer Schwäche zu gucken. Welche Liga? Oh, ja. Oh, ja. Sowas habe ich früher gerne mal gemacht. Bei Invincible World of Soccer. Das war auch so genial. Dort konntest du ja 150 Ebenen. Da hast du angefangen, was weiß ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Vereine du da maximal in so ein Turnier reinpacken konntest. Jedenfalls konntest du da anfangen mit Gruppenphase und dann die Besten kommen nochmal in die nächste Gruppenphase und das war halt auch cool. Das hat mir gefallen. Sowas wäre halt cool. Wie ist denn das hier überhaupt? Gibt es bei dem Spiel auch Steam Workshop? Ich glaube, ne? Okay, also nach einer Schwäche brauchen wir bei denen nicht gucken. Oh, das ist mir neu, dass das beim Fußballmanager ging. Du meinst den von EA, den. Okay, cool. Das ist mir nicht bewusst, aber den Fußballmanager, den habe ich auch so gut wie nie gespielt. Das mit dem, wo du damals hier spielen konntest, also hier den FM14, wo wir erst geredet haben. Denn daran kann ich mich noch erinnern, aber später dann.
Jetzt müssen wir erstmal Taktik ändern. Wir spielen sogar auf Schalke, ne? Brauchen wir keinen Angriffsfußball. Mir wäre schon fast das am liebsten, bloß so einen hohen Aufwand in einer englischen Woche. Wir müssen ja auch an das Spiel gegen Heidenheim denken und wenn wir uns da komplett verballern. Ich glaube, da können wir sogar die Ausrichtung lassen, dass wir im Zentrum ein bisschen kompakter stehen. Defensiv mit langen Bällen. Wir nehmen das wahr und wir stellen uns naja, ganz extrem hinten nicht rein. Sehr defensiv. Schalke, die sind komplett andere Liga. Noch kein Spiel verloren. 12 Siege, 7 Unentschieden, 36er Tordifferenz. Ist komplett ganz weit weg. Mehr brauche ich eigentlich momentan nicht machen, ne? Ihre Fanabteilung würde es begrüßen. Ja, können wir auch machen. Wo konnte ich denn sehen, wie viel ich hinter dem aktuellen oder hinter dem Saisonziel zurück bin? Das stand doch hier auch irgendwo, ne? Ach nee, es kam dann, wenn der Wochenwechsel war, glaube ich. So viel dürften wir jetzt eigentlich nicht mehr hinten und her hängen. Das sieht eigentlich auch gut aus. Ich würde mal hier die Intensität runternehmen vorm Schalke-Spiel, dass wir da eventuell auch noch ein bisschen was mehr rausholen können. Gab heute ein Patch wegen der gelben Karten? Damit hatte ich eigentlich bisher noch keine Probleme. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass sich einer, das war sogar in einem Steam-Review, der hatte sich aufgeregt. Ja, meine Spieler kriegen wegen dem Mist eine gelbe Karte und papapa. Es gab doch ein Patch. Ich habe nie mitgekriegt, dass da irgendwas gebessert wurde. Deswegen, mir kam jetzt auch bei den Tabellen, das ist mir heute das erste Mal aufgefallen, dass dort überhaupt die Plätze bunt gefärbt sind, wegen Aufstieg und Abstieg und tralala. Okay, also wird doch noch dran gearbeitet. Ja, nice. Und man kann Keeper nicht mehr in die Manndeckung schicken. Oh mein Gott, das ging. Ich meine, wenn man einen Torhüter mitspielen lassen kann, zum Beispiel beim Football Manager, mache ich es ja auch gerne, dass der Torwart ein mitspielender Torwart ist. Aber er ist Manndecker. Weniger Fallrückzieher. So genau habe ich da auch nie hingeguckt, was da ist. Das ist mir dann nie so aktiv aufgefallen, dass es das so extrem ist. Okay, cool. Dann werden wir den Jungen mal verscherbeln. Aber das machen wir dann in Ruhe nächste Woche. Wir konzentrieren uns diese Woche auf unsere Spiele. Was? Mein Torwart deckt doch immer den gegnerischen rechten Außenverteidiger. Das stelle ich mir in Real vor. Wie der Torwart erstmal über einen Platz spielt. Ah, ich muss dich in Manndeckung nehmen. Ah. Oh, wie hieß denn damals der kolumbianische Torhüter? Der hat zwar auch keinen in Manndeckung genommen, aber der hat auch mal richtig geile Ausflüge gemacht. Der hat auch Freistoßtore geschossen, irgendwas. Der war auch bei der 94er WM. Der hat diesen, weiß nicht, wie das war, irgendwas mit Skorpion-Gedöns, hat er da das genannt, wo der da auf der Linie stand und. Da springt er einfach hoch und mit dem Hacken, also der dreht sich dann so halb in der Luft und mit dem Hacken haut er den Ball raus. Gibt's übelst geile Szenen von dem.
Da musste ich jetzt gerade dran denken bei solchen Aktionen. So. Die Spiel